Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vulcan Lords of Mayhem, wo es jetzt 2 Tage keine Folge gab, weil ich hatte die Hoffnung, dass der Patch jetzt halt Ende Mai kommt. Kommt der nicht, der kommt in 2 Wochen, wo das wurde jetzt irgendwie geändert, da stand in der letzten News, in 2 Wochen kommt der Patch, der Content Patch. Deshalb jetzt wieder Vulcan und wir schauen uns den Magier nochmal an und versuchen den mal ein bisschen zu verbessern, weil der hat mir noch zu viele Magier-Sachen. Der darf eigentlich gar kein magisches Schild haben. Wenn wir den Schaden machen wollen, den wir auch haben wollen, darf der das nicht haben. Haben wir noch hier? Ja, wir haben hier Sachen im Inventar. Die müssen alle weg. Also nicht alle, aber hier Schurke, Schurke, Schurke. Da sind unsere besser, ja. Da sind, ne, die sind legendär, aber sie bringen uns halt keinen Damage. Das ist ärgerlich. Rigards Hoffnung. Das werden wir benutzen. Das wäre auch schon besser als unseres. Ja, wir können mal gucken. In der Kiste gleich, ob wir noch was Besseres finden. Das kann weg. Kann direkt weg. Beweglichkeit brauchen wir auch nicht. Die Steine kommen in die Kiste erstmal. Rigards Hoffnung schmeißen wir nicht weg. Gut, wir werden den Magier jetzt zusammen tunen. Ne? Freunde, Magisterhose, wir brauchten so einen Scheiß. Gesamtwert Widerstände. Der hat halt Wut pro Treffer. Hat der auch Wut pro Treffer? Der hat 51. Gesundheitsregeneration und was hat der? Der hat nochmal Gesamtweltwiderstände 10. Vielleicht sollten wir den einfach so. Wo ist er hin? Jetzt sollten wir den einfach sockeln. Aber wir haben ja noch mehr. Wir hatten hier irgendwo Durst versteckt. Durst. Ja, nee. Da behalten wir unseren Topaz-Ring. Kellogg's Toppers, Elementarschaden und so weiter. Du hast da. So. 7 Schwestern. Wutgenerierung ist halt. Maximale Gesundheit, Weisheit, globale Lebensabsaugung, Gesundheitsregeneration. Kritischer Trefferschaden, Elementarschaden, das will ich halt nicht aufgeben. Ne? Und hier kritischer Trefferschaden will ich auch nicht aufgeben. Aber 7 Schwestern ist schon geil. Ich weiß es nicht. Was ist das? Auch 7 Schwestern? Auch, ja, die 7 Schwestern haben wir denn? Wahrscheinlich 7. Zeitzelle ist alt. Ich bin gar nicht mehr. Hier Elektroschocker, was ist denn damit? Das ist für Blitz, aber wir machen ja keinen Blitz. Wir machen hier Legendary Zeremonienschab mit Elementar- oder Wildenkraftsregeneration. Gut. Was haben wir hier? 9. Schaden bei Angriff. Nahkampf? Nein. Wildheit? Nein. Zauberschaden. Auf Angriffe. Da war halt ein Sockel, ne? Dann können wir noch irgendwas Schönes reinsockeln. Deshalb tauschen wir das vielleicht aus. Obwohl ich da vielleicht auch Omailis, wenn wir noch einen Omailis übrig haben, würde ich da Omailis nehmen. Schauen wir mal gleich. Das ist Schiedsrichter.
12 Weisheit, kritischer Trefferschaden. Aber 10 auf alle Attribute und Unterstützung. Aber wir nehmen ja eh Durst, deshalb okay. Das ist egal. Nö. Was haben wir hier noch? Oh mein, dies Glücksgürtel. So. 3 Kronenbrosche, nein. Championgürtel, nein. Hier haben wir nochmal Zeitzelle auf. Dings. Aber der macht Elementarschaden und das brauchen wir halt im kritischen Trefferschaden. Zeitzelle ist schon nicht schlecht. Und Elektroschocker nochmal. Okay. Und das hier ist 7 Schwestern. Hier ist nochmal Durst, ne? Ja. Schauen wir mal, welcher Durst besser ist. Wer hat mehr Durst? Edikt. Signaris ist was? Giftschaden, Giftwiderstand, Beweglichkeit, sag er Näheres. Und 3 können wir nicht, ne? Wir haben hier auch nicht genug Geld. So. Welche Brosche ist denn besser? 55. 19 Weisheit, 10, 13. Ja, dann nehmen wir. Okay. Verlieren natürlich HP dadurch. Ne? So. Dafür kriegen wir 55% Zauberschaden. Dafür opfere ich auch gerne den kritischen Trefferschaden. Oh, ein Durst kommt zurück. Oh, Mileys. Aha. Alle Attribute. So, das können wir ja erstmal behalten, müssen wir ja nicht wegtun. So, dann hier, da holen wir die Sockel raus. Haben wir hier noch Platz für ein Schwert? Ja. Sehr schön. Legendär, ja. Toll. Aber hier haben wir schon direkt mehr. ...57, 7, 39, 5. Gesamtwiderstand aber nochmal plus 10. Ja, leider. Der Legendäre muss erweichen. Schurke, Weisheit. Halt auch legendär, ne? Weicht erstmal der hier. Können wir das, das verkaufen? Den entsockeln wir die Brust. Meine junge Dame. Ne, oder junger Mann. Keine Ahnung, wer das ist. Bitte entsockeln Sie unsere Brust. Was waren da drin? Defensive. Materialwiderstand. Okay. Wir nehmen diese Brust. Und dahin. So, vielleicht, wenn nicht alles resettet wird, ne, können wir die wieder anziehen, wenn es soweit ist. Ja, und packen da jetzt Gesamtwertwiderstände. 3. Haben wir noch einen Gesamtwertwiderstände? Ja. Oh, wir haben so viel Platz. Das ist ja unglaublich. Wieso ist der ganze Platz schon wieder weg? Ja, komm, dann verkaufen wir den Ortszelt. Ja, dann verkaufe ich auch die Brust. Die Robe. So. Haben wir noch Laffelsteine? Ne, nur noch die.
Okay. Dann würde ich gerne den Puppets für 2000 zurücksetzen. Psst. Den Psst. Ja. Und dann es gehen wir noch. Und zwar. Wo ist denn Rache? Manische Schlechter. Rache, Rache, Rache. Das brauchen wir, ne? Rächer da. Aha. Okay. Also zack, zack, zack. Und dann gehen wir hier so lang. Leider die 20. Oder können wir das drehen? Moment. Bin ich. Nee. Das hier. So. Brecher. Okay. Dann könnten wir den Weg nehmen. Und müssten dann hier diesen Weg nehmen. Oder könnten wir gucken. Okay, dann 19 Punkte nur. Ist so richtig. Maximale Gesundheit, Gesamtwert Widerstände, Gesamtwert 10%. 20. Angriffsschaden, ja, das müssen wir leider mitnehmen. Dann haben wir das. So. Das ist erstmal das Wichtigste. Dann. Ja. Mal gucken. Zähigkeit. Zähigkeit. Müssen wir das nehmen? Magisches Schild. Dann hier Zähigkeit. Bewegungsgeschwindigkeit. Das hier. Das hier. Das Projektil durch Bordziele. Plus ein Ziel kann durch Bord werden. Projektilgeschwindigkeit. Projektilschaden. Aber wir haben hier halt noch Gesamtwertwiderstände 2x10%. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier haben wir noch 5%. Das ist okay. Projektilschaden plus ein Ziel kann durchbohrt werden. Ich würde sagen, das nehmen wir, ne? Weisheit, Zähigkeit. Weisheit. Ja, machen wir mal. Okay. Das wäre jenes. Ist einfach nur zum. Es kann sein, dass das jetzt kacke gleich wird. Ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir mehr HP jetzt. Deutlich. Und dann würde ich noch gerne das hier zurücksetzen: die Atr. So. Und jetzt machen wir mal erstmal Weisheit. Auf 100. So. Und dann Zähigkeit. Lalalalalalalala. Ja, 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 ja. Kann ich gedrückt halten? Sollten wir auch mal. Kann ich mit Shift? Nein.
Dann öffnet sich das Team-Menü. Ach doch, geht. Das kann ich in 5er Schritten. Mit Shift kann man in 5er Schritten machen. Hat man sich ein bisschen was. So. 301. Sehigkeit. Okay. Haben wir 1500 HP. Was wäre das? Können wir hier noch irgendwie was rausholen? Eisenfaust ist jetzt nicht so das Wahre. Hier hat nur Crap. Wir versuchen es einfach mal. Ich würde sagen, wir fangen mal mit einer Runde Geselle an. Geselle. Ich hoffe, wir versagen nicht. Gelehrter meine ich. Wird schön. So, ich habe es auf die SSD jetzt drauf und es stockt trotzdem am Anfang kurz. Okay, ich muss mal hier. Jetzt nicht auf den Schaden gucken können, aber das ist nicht so viel, Freunde. Was sagt denn der Cast hier? Arktischer Speer. Haben wir hier? Höherer Schaden, erhöhter Schaden, okay. Eigentlich hätte ich jetzt mehr erwartet. Aber schauen wir mal. Das war jetzt nicht so. Okay, da war irgendwo ein Totenkopf dazwischen. Aber das ist halt Geselle, ne? Also. Ja, 2000er, so okay. Müsste da auch mal in eine ältere Magierfolge reinschauen, wie wir vorher gemacht haben. Und jetzt natürlich auch vom Jäger verwöhnt, ne? Der hat ordentlich Schaden gemacht. Ich glaube doch, also für den der Magier für sich genommen macht jetzt mehr Schaden als vorher. Solange wir halt auf der Entfernung, aus der Entfernung kämpfen. Verstärkte Eisenschulter. Aber nee, Beschützer müssen wir nicht. 2,7, sowas. Oder wie heißen die? Beschützer, Schulterschutz. Ja. Sowas brauchen wir. Oh, mein Freund, hallo. Denn der Vorteil an diesem verzögerten Cast ist, wenn er uns in diesen Griff nimmt, können wir die Griffe noch abschießen. Während wir gefangen sind. Wenn wir rechtzeitig gezaubert haben. Also wir halten auf jeden Fall jetzt eine Menge mehr aus. Also wir halten etwas mehr aus. Ah.
haben dafür natürlich aber auch keinen magischen Schild. Kaum. Kaum. Regeneration, wir haben ganz schön was verloren. Aha! Stomper, genau die brauchen wir. Danke. Ach, der war der Elfo. Okay, aber geht. Also Magier fällt, das müssen wir noch denken. Wir spielen hier nur einen schwachen Magier. Eisenfaust. Mal gucken, was sagen denn die Stomper? Die Stomper sagen, wir sollten sie anziehen. Ja. Block. Die schmeißen wir nicht weg, weil die legendär sind. Hier haben wir jetzt zwei. Wir brauchen mehr Teile mit Widerständen, dann machen wir mehr Schaden. Dö. Hier lang? Gut, Ritter. Auch Ritter haben eine Menstruation. Genau die brauchen wir. Mir auch egal, dass der wieder lebt. So. 16. Ja gut, Schläger. Dann, ja. Sogar noch ein Tick Weisheit, was wir eigentlich hier brauchen. Wenn was mit Zähigkeit ist, ändern. Stromper, danke. So eine Schuhsammlung auch noch. Irgendwie getroffen. Moment. Okay, weiter geht's. Wer ist denn da explodiert? Wer explodiert?
Da wollte er uns die Ausdauer klauen, aber nichts ist vor. Ja, irgendwo ein Alpha. Glaube ich. Was bist du, Streitkolben? Zwei Hits mit. Okay. Schon sagen, das ist eine. Nehmen wir mal. Eine passende Skill. Mana-Probleme haben wir ja im Moment auch nicht. Ich weiß nicht, was bei dem Boss gleich ist. Da könnte es kritisch werden, aber ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Was? Speerklinge brauchen wir nicht, Experimente, Pistole, was wir brauchen, vor allem Legendary Death Item. Ne? Selbst unser Freund hier kommt zu gar nichts. Das hier fällt mir sehr gut. Eilettes, das war für Magier. Das habe ich irgendeinen Crap aufgehoben. Widerstände und der hat aber Feuerschaden. Frostchance durch Froststapel. Aber sonst bringt er uns halt nicht mehr, Gelnase. Er hat gut gedient, aber wir müssen den dann bald austauschen, weil wir gar keinen Feuerschaden mehr machen. Dann ja, verfehlt. Okay. Waren wir hier schon? Ja. Moin. Macht euch keine Umstände, wir kommen ja schon. Achso, nur der eine. Warte mal. Danke. Also wie gesagt, der Patch kommt in 2 Wochen und wir können irgendwie nur hoffen, dass die sich die Zeit lassen, um einfach schlimmsten Bugs zumindest rauszunehmen. Ach so, du bist das.
Seelen budut. Ach so, der ist auch schon rot, sehr gut. Egal was es ist, es wird gleich rot sein. Habt. Und hier ist eine Truhe, die auf uns wartet. 100 pro ist hier eine Truhe. Ja, eine Truhe. Danke für die tolle Truhe. Aggressive Werbung, wieso heißt die? Stimmt so ein. Wir kämpfen jetzt gegen oben einen YouTuber, der immer 3 Millionen Werbesachen auf seinem Kanal hat. Gift Moneyplex. So. Freunde der Nacht und des Tages. Oh, ich dachte, die sind schon da. Ey, hör auf zu saugen. So, jetzt aber Bosse, ne? Oder will sich noch irgendwer wichtig machen hier? Das war der Boss. Das war, ja, eine Erfahrung, würde ich sagen. Gut, wir müssen ja hier nicht weiter. Das ist ja. Freunde, wie ihr gesehen habt, ne? Also, das scheint auch so die optimale Magier-Skillung zu sein. Möglichst auf, Moment, ich mach's wieder auf Zähigkeit. Um alle Widerstände hochzukriegen. Alle Widerstände gibt durch Rache den Schaden für den Cast hier. Wo ist der? Arktische Speer hier. 980 durchschnittlicher Schaden. Ich glaube, wir hatten vorher irgendwas von 5 mit 590 oder 600. Da hat sich doch was getan. Kritischer Schaden 222%, das ist natürlich auch wichtig. Kritische Chance ist jetzt nicht so hoch, aber wir kritten trotzdem häufig, würde ich mal sagen. Ja. Und ansonsten durch den Dämmerungsbollwerk, wenn ihr da drin steht und castet, macht ihr mehr Schaden wie gerade beim Boss. Wobei das natürlich. Moment, tut mal. Hä? Kann ich das hier nicht? Achso, ich hab die. Ich hab die Plätze getauscht. Bin schlau. Kann ich das hier. Nein, kann ich nicht. Optischer Speer, guck mal. So. Was war hier? Hammerschlag. Trine. Nö, winterliche Umklammerung vielleicht. Weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Nehmen wir mal hier die Trine, wenn die castet sollte. Ich weiß nicht, ob das hier direkt angezeigt wird, aber dann. Ja, 1003, ne? Also macht nochmal so 60, 50 Schaden. So. Wenn ihr da drin steht, außerdem werdet ihr ja geheilt. Ja, und hier. Euer Projektilschaden einmal da und einmal da. Ich hoffe, das war vielleicht für den einen oder anderen, der gerne Magier spielen würde, interessant. Dann würde ich mich natürlich extrem freuen und
wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Es kann sein, dass Wolken jetzt nicht täglich kommt. Ich bin mir da noch nicht sicher, weil was wir noch machen könnten, ist sich hier mit dem Magier ein bisschen die Sachen vervollständigen und gucken, was kann man maximal aus ihm rausholen, so wie wir es beim Jäger gemacht haben, und dann noch mal beim Krieger schauen. Aber ja, ob das jetzt 2 Wochen lang Folgen ergibt, das weiß ich nicht. Das kann ich euch nicht sagen. Jedenfalls ist diese hier zu Ende. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.